So und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von 3 Minuten auf der Raten Production Line. In der letzten Folge haben wir hier hinten ausgebaut und wir sehen auch, dass es erstmal läuft. Und das ist eine der erfreulichen Sachen, weil in der letzten Zeit, ja, hatten wir dort so ein bisschen Probleme mit dem Platz hier. Wir sehen jetzt hier unten irgendwo beim Elektros, glaube ich. Ne, bei den Reifen ist hier hinten Ende, als sich das staut. Und dann machen wir da mal aus und das passt das auch. Und da müssen wir auch, glaube ich, gleich wieder ansetzen. Und zwar mit der Forschung. So. Nicht wundern, ich bin, glaube ich, so ein bisschen krank. Ich glaube. So, erstmal hier die Forschung wieder ganz normal an den Betrieb nehmen. Was nehmen wir denn hier mal? Wir gucken mal. Oh, dafür gibt es auch noch was. Was ist das hier? Wir machen erst mal das Research Center. Dann haben wir nämlich das größere. Und das wollten wir ja auch schon eine ganze Zeit, haben es aber nie irgendwie gemacht. Und daher hoffe ich jetzt mal, dass wir das kriegen. Gehen können wir leider kein Stockpile einbauen, ne? Fit Brake, Wheel und Tires. Dafür müssten wir am besten nochmal ein Lager aufbauen. Dann haben wir nämlich das auch nochmal. So. Ah ja, die Bank gewährt mir 9. Wieder mal. So. Nein! Ich hasse diesen rechten Mausklick, ne? Copy from Slot. Wheel. Tire. Und Brakes. Zack. Resource Importer. Dann machen wir das erstmal so, dass wir das da hinten rüber rein oder rauskriegen. Hier hinten hatten wir die Anbindung dran, ne? Ja, okay, das heißt also, wenn das hier voll ist, sollten auch die Sachen weiter verteilt werden. Dann haben wir hier nämlich erstmal genug auf Halde, was dann hier unten reingeht. Nein, ich möchte jetzt nicht expanden. Ich will erstmal, oder würde gerne erstmal hier gucken. Fit Brakes. Ja, das sind ja aber nicht nur 36. Yay, Research ist fertig. Jetzt machen wir die Power Production, dann können wir hier nämlich auch mal gucken, was wir dem entgegensetzen. Hier, also Kamera hatten wir ja auch mal. Ne? Dann Chips hatten wir. Yes. Alter, wie schnell geht denn das gerade? So, und dann machen wir gleich das High Power. Also ich habe eben gerade auf ganz schnell. So, Chips, Kamera, Break. Break, Kamera, Dings. Jetzt brauchen wir Sensor und Servo. Sensor und Servo. Edge. Sensor. So, das heißt, gleich sollten wir hier an die Grenze kommen und Servo. Servo da. Genau, 4-4-4 und dann vom anderen ein bisschen mehr. Das passt. Okay, der importiert trotzdem.
der kann noch allein nur von da oben bestellen. Oh, wir machen irgendwie gerade kein Geld. Oh, wir haben 23 Fahrzeuge auf Halde. Oh. Die Air Conditioner. Müssen wir jetzt mal ein bisschen runter im Preis. Wir wollen ja hier Autos verkaufen. Wir wollen ja nicht stauen. Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Oder wäre mir nicht aufgefallen. Budget. Vielleicht sollten wir auch so eine Art Premium-Modell machen. Was wir denn hier mit auf die Linie schicken? So werden das auch wieder weniger Fahrzeuge. Das ist denn das meiste, was hier oben steht? Das meiste sind echt SUVs. Wir produzieren viel zu viele SUVs. Vielleicht kann sie sich auch einfach nur keiner leisten. Weil halt so ein Premium-Produkt haben. Guck mal, hier alles very rare. Und dann sehen wir wenigstens, dass die Produktion für den SUV klappt. So, dann nehmen wir jetzt noch den Compact. Ich will doch gar nicht so viele Fahrzeuge auf Halde. Kriege ich die jetzt auch mal wieder verkauft? Ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld und nicht so viele Autos auf Halde. Wir produzieren deutlich zu viel. So. Dann nehmen wir jetzt halt vom Sedan wieder welche mit auf die Linie. Machen wir hier 2-1. Dann hoffen wir dann mal, dass wir mit dem Sedan zusätzlich noch ein bisschen was machen. Ja, aber 32 Autos. Ja. Lohnt sich. Achso, wir hatten ja irgendwas noch activated, ne? Air Conditioner war das, glaube ich. Runter ist denn das Air Conditioning gewesen? Wartet. Das müssten wir haben in den Accessories. Für Dashboard. Hatten wir das hier schon drin? Ja, das hatten wir. Okay, das heißt also, falscher Reiter. Wo hatten wir das denn da? Fit Erken. Okay. Müssen wir da jetzt noch was zusätzlich dran bauen? Wartet mal, Fit Accessories, Fit Aircon. Nach Windscreen. Nein! Die können wir gar nicht hier einbauen. Wir haben einfach keinen Platz. Kriegt man den Quality Check irgendwie schneller hin? Ja, das wäre die eine Option, den Quality Check umzulegen.
Weil sonst haben wir hier keine Möglichkeit, ne? Warte mal, haben wir das denn hier hinten? Electrics. Electrics. Dash. Aircon. Die Aircon kann in dem Fall hier zwischen. Dann machen wir wenigstens das auf der einen Linie. So. ...29 Fahrzeuge immer noch auf Halde. Und jetzt staut es sich hier auch zurück. Eigentlich könnte der dauerhaft bestehen und nicht immer nur so zyklenweise. Okay, ich hätte jetzt gerne mein SUV hier weg. So, machen wir es einfach ganz easy. Wir schrauben mal den Budgetpreis runter. Was er kosten soll. Vielleicht gehen dann ja auch ein paar Fahrzeuge weg. Wieso kann ich eigentlich beim Quality Check kein Upgrade machen? So, und jetzt müssen wir uns hier halt nochmal überlegen. Wie wir das mit dem Steering hinkriegen am besten. So, ich merke mal, da hinten ist gerade der rein. Ja. Machen wir das. Derzeit brauchen wir ernsthaft nur eine von denen hier, glaube ich, ne? Warte mal. Der ist gerade da rein. Komm, machen wir das weg. Dann überspringen wir halt einen Teil, dann müssen wir halt hier. Müssen wir halt mal hier dafür schauen, dass wir irgendwie jetzt... Ja, das sollte jetzt aber passen, ne? Warte mal. Das heißt, wir lassen den dann leer laufen. Genau, und nach dem Steering können wir dann den Rest machen. Das heißt, ich habe jetzt hier eigentlich die Sachen gekauft, die ich gerade nicht verwende. So, warte mal, Fitlight. Davon gibt es hoffentlich immer nur eine. Ja. Dann Horn. Seat. Windscreen. Das passt auch schon so bescheuert. Nee, ja. Aircon. Ist es eigentlich egal, wie rum ich das einbaue? Das geht leider auch nicht, weil das auch wieder so ein scheiß Ding ist. Ja. Ich hätte hier trotzdem irgendwie gerne die Aircon drinne. So. Aircon. Wartet mal. Steering. Ja. Column. Steering. Das können wir sogar schon dahin heben. Okay, wartet. So, Column, genau, das geht dann ins Steering.
Und vom Steering geht das jetzt hier in die verschiedenen. Das war jetzt Lights, Horn, Sit, Seats, Green Screen. Aircon. So, dann sollte das jetzt gehen. Seed. Genau, die holen wir uns aus unserer eigenen Produktion. So, dann reduzieren wir das mal auf 18. So, Add Item ist real. Dann fahren wir den hier nämlich runter. Genau. Yay, Advanced Production. Schaltet frei Servomotor und sowas. Dann machen wir jetzt erstmal die Efficiency, ist wichtig. So. Wo waren jetzt eigentlich unser Aircon da? Upgrades. Bei. So. Genau, da wir jetzt das auch noch haben, das haben wir, können wir ja hier in das reingehen und uns mal die neuen Offices kaufen. So. Research Center. Ist nur ein bisschen größer, ist aber effizienter. So. Ja. Okay, wir haben noch 6 Fahrzeuge auf der Linie. Irgendwie mit den 5 Minuten fällt das gar nicht so auf. Da. So, dann haben wir jetzt halt das Posting Reel mitgekauft. Müssen wir mal gucken, ob das hier irgendwo... schneller geht. Genau, das kann hier unten weg. Yeah. Ach. Das ist ja eine sehr interessante Sache. Wenn wir das hinzufügen, müsste das ja das auch wieder irgendwo drauf gehen, ne? So, und weil ja hier oben der Sedan zusätzlich läuft, hätten wir hier unten nochmal einen von den Compacts dazu. Auf 2 Sedanen. Weil Sedan ist das Fahrzeug, was hier am meisten läuft. Jedenfalls bei mir. Oder hier. Ne? Ja, so gleich müssen wir nochmal nach den Preisen gucken und nach den Gewinnen. Beziehungsweise dann in der nächsten Folge, weil eigentlich haben wir die 20 Minuten wieder voll. So, jetzt könnte man hier nämlich... ein Supply Stock aufbauen, wo wir sagen Fit Break. Nee. 20 Chip 4 Camera 4.
Servo und Sensor müssen wir auf jeden Fall Nummer 4 drauf machen. Und der Sensor. So. Dann haben wir hier nämlich erstmal das vorgezogene Lager dafür. Upgrade all, edit model. Und dann können wir das machen. Achso, und jetzt müssen wir überhaupt erstmal den Compact machen, ne? Da will ich aber auch nichts machen. Auto Alarm, Central Lock, Driver Airbag. Passenger Airbag, Polished Paintwork, das Pressure, ja, machen wir den da auch noch mit rein. So. Ich wäre mal gespannt, ob es noch weitere Fahrzeuge gibt, die man nach und nach hier aufrüsten kann. Wann kommt eigentlich der erste Sedan hier auf der Linie an? Ja, guckt, wir haben so viel. Das kommt hier gar nicht mehr hinterher. Weil die sich hier unten prügeln, wer schneller ist. Eigentlich müssten wir die Linie leer fahren lassen, ne? Ach, hier oben kommt gerade wirklich der erste Sedan rum. So, dann das haben wir schon da abgegradet. Dann den auch. Yes. Edit Model. Ja. Ja. Climber Control kommt auch hier mit rein. So. Dann haben wir das. Dann suchen wir jetzt uns aus. Was wollte ich denn haben? Hier nehmen wir erstmal die Performance. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht mit der Power. No Export Room. Okay, ich glaube, eine Factory können wir dann einstellen. Ach du Heilige, was brauchen wir denn mittlerweile alles dafür? Das heißt, es liegt jedes Mal hier oben dran. Irgendwo ist das beschissen. Deswegen machen wir da jetzt die Verfolgung dran. Vielleicht setzen wir jetzt hier vorne nochmal ein Stockpile. Und dann ist hier auch Ende mit den Fedor-Panel. Zack. Ja, Door-Panel. Brauche jetzt nicht so viele. 8 Door, 3 Chip. Ich gehe mal von dem Doppelten aus, was wir brauchen. Dann Alarm. Brauchen wir mindestens 2 Door. Servo brauchen wir 4. So, was ist das letzte? Servos. Okay, das kriegen wir hin. So, machen wir auch wieder 4. Ja, guck mal hier, perfekt. So. Dann haben wir das. In Music. In Car Music. So, genau. Und wenn das jetzt hier so weiterläuft, wie wir das gerade haben, dann sollten wir hier keinerlei Probleme haben. Hoffe ich. Obwohl, wir schauen mal die Door runter. All, Edit.
So, anhalten mal kurz. So, dann machen wir den auch noch einmal. Und dann machen wir hier auch mal mindestens das Music-Ding. 12, wartet mal. Dann brauchen wir hier mal 6. Da kann ich nicht mehr. 8. Zack. So, Door-Panel sind, glaube ich, immer die am meisten da sind. Deswegen rüsten wir jetzt mal den Rest nach. Was hier geht. Außerdem eine Door-Panel-Production haben wir hier oben. So, Stock. Add Item. Door Panel. Machen wir einfach mit dem Rest voll. Jetzt schmeißen wir den da raus und heben das auch nochmal an. So. Ja, dann haben wir das, wir haben das. Von daher würde ich erstmal sagen, war es das wieder für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge am morgigen Tage. Bis dahin, haut rein. Bis dann und ciao.